Der Unterschied der Rente West-Ost an einem Beispiel. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Vielleicht können Sie sich noch an unser Video erinnern zum Thema West-Ost-Zuordnung, Rechtskreiszuordnung. Und dort habe ich Ihnen ja anhand eines Versicherungsverlaufes mal gezeigt, was für Sie erkennbar ist. Ich wollte Ihnen einfach nur noch mal sagen, welche Auswirkungen es hat, wenn wir hier eine Monatsrente mal berechnen zwischen Ost-West oder West-Ost. Und zwar ausgehend von einem gleichen Bruttojahresverdienst 50.000 Euro. Und dann passiert Folgendes. Dieses ostdeutsche Gehalt wird mit einem Faktor, der für das Jahr 2019 gilt, von 1,0840 multipliziert oder vervielfältigt. Und das ergibt dann 54.200. Das heißt also, dieses Einkommen wird dann auf einmal dieses rentenrechtliche Einkommen hier. Und daraus berechnet sich dann auch die entsprechenden Entgeltpunkte. Das ist nämlich genau der Unterschied in der Rentenberechnung zwischen Ost-West oder einer der Unterschiede, dass das ostdeutsche Einkommen sozusagen noch höher gewertet wird mit einem Umrechnungsfaktor und das westdeutsche Einkommen bleibt so, wie es ist. Jetzt berechnen wir mal die Rente, eine ganz einfache Geschichte. Wir nehmen die 54.200 Euro im Osten und die 50.000 Euro im Westen und dividieren beide Beträge durch das Durchschnittseinkommen von 38.901, welches für das Jahr 2019 allgemein statistisch in einer Anlage 1 zum SGB 6 erfasst wurde. Dann haben wir für den Bereich West 1,2853 Entgeltpunkte und für den Bereich Ost 1,3232 Entgeltpunkte. Und jetzt multiplizieren wir diese Entgeltpunkte mit den für West und Ost derzeit geltenden Rentenwerten. Das ist einmal 34,19 Euro und 33,23 Euro. Ergibt dann eine Altersrente, eine Monatsaltersrente für das Jahr 2019 von 43,90 Euro im Westen und für den Osten 46,30 Euro. Und genau das ist das Problem bei der Ost-West-Zuordnung, dass man hier im Osten zum Teil höhere Renten bezieht bei gleichen Einkommen wie in dem westdeutschen Rentengebiet. Freude verursacht das bei mir natürlich auch nicht, sondern ich sage, wir sind ein Deutschland, wir sollten auch bald in Kürze ein einheitliches Rentenrecht haben. Ab 2025 gibt es diese Unterscheidung nicht mehr. Näheres zum Thema Rentenberechnung, Rentenbescheid prüfen, finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.